unserem Speisesaal reißenden Absatz finden. Na toll. Und was mache ich, wenn die Kacke sind? Oh nein. Das reicht für 30 Schüsseln Suppe. Wenn Sie auch noch Hering hinzugeben würden, bekämen wir 60 Schüsseln. Haben. Haben. Sie kommen genau richtig, mein Lieber. Wir haben nichts mehr zu essen. Geben Sie mir die Dosen, dann besorge ich das Geld von meinem Chef und bringe es. Ich. Oh. Ich hab doch die Dosen, oder nicht? Ich red mal mit ihm. Vielleicht, er dazu irgendwas sagen? Da ist der Händler. Ich glaube, der ist gar nicht zu Hause, ne? Ah, da ist endlich der Typ, mit dem ich reden soll. Was möchten Sie von dem Archivar? Hey, Amon, da ist noch ein Archivar hier in dem Spiel. Da. Hier. Nee, ist er das? Ich glaube ja. Sieht der so aus wie du? Bekannt machen. Ich mache mich jetzt mit dem Archivar bekannt. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Mark Ranek ist ein angesehener Archivar. Redet der von sich in der dritten Person? Ich muss in dieser ekelhaften Wohnung leben. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an, Sie brauchen es mehr als ich. Wo nach Klaus Schimmer fragen? Ich möchte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Warum wollen Sie das wissen? Die Wahrheit über den Auftrag erzählen, eine vage Antwort geben. Naja, ich kenne ihn ja eigentlich nicht. Eine vage Antwort. Ich weiß nichts, das Sie nicht wissen. Außerdem ist Neugierde eine furchtbare Sünde. Ich hatte einen Kollegen, der seine Nase immer in die Angelegenheiten anderer Leute gesteckt hat. Und in Dokumente. Oh. Fragen, was ihm passiert ist. Ich habe Geld bekommen. Wofür? Er wurde ins Gefängnis geschickt. Sie haben mehr erfahren, als Sie mussten. Auf Wiedersehen, junger Mann. Den Archivar will ich auch kennenlernen. Wo ist er? Ja, er läuft hier gerade weg. Hier. Geht in seine Wohnung. So, der eine Typ ist noch da. Da muss ich jetzt Schokolade kaufen. Hier, Schokolade. Was hat er denn noch so? Nein! Ich wollte das gar nicht kaufen. Nein! Nein, ich wollte das nicht kaufen. Was ist das? Bücher, na toll. Oh nein! Jetzt habe ich die Bücher gekauft, die ich nicht brauche. Oh, ich bin so ein Horst, ehrlich. Ich habe die nur angeklickt. Ich wollte nur wissen, was das ist. Oh, super. Ja, jetzt habe ich keine 3000 Dollar mehr. Na, ganz toll. Nur wegen dieser blöden Schokolade. Mann. Was wollen Sie? Bringen Sie mir das Geld, dann unterhalten wir uns. Nein! Ich hätte ihm das Geld geben können, wenn ich mich nicht verkauft hätte. Ich meine, wenn ich mich nicht verklickt hätte. Och Mann. Kann doch wohl nicht wahr sein. Anordnung der Regierung erhalten. Es ist verboten, Jeans zu tragen oder zu verkaufen. Na toll. Macht er da? Macht er Auslandsreisefragen? Wir verlassen unser Haus bald. Habe ich es richtig verstanden? Ja, wir sind abfahrbereit. Das Schiff ist bereit. Wir warten darauf, dass die Angelegenheitskommission die Mannschaft einweist. Wohin gehen sie? Durch die Bucht südwärts und dann in Richtung der Neolsee. Waren sie schon mal in Schier? Nein, diese Stadt? Das ist die größte Handelshafenstadt. Sie ist seit einem Jahrzehnt eine Freistadt. Wir werden eine Woche im Hafen bleiben, um die Kohle zu entladen und Landgänge zu machen. Dann schauen wir mal.
Ja, der Tag wird unschön enden. Ich glaube auch. Toll. So, wo ist denn jetzt die Tochter hin, die Schokolade haben wollte? Jetzt sind die nicht zu Hause oder was? Guck mal, ob die da sind. Dann kann ich noch ein bisschen die Wohnung auskundschaften. Jemand da. Süßigkeiten. Das Angebot. Ah, hier. Ich muss einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Gucken wir mal. Oh, aber der war doch gar nicht da. Ups. Oh nein. Nein. Hallo, was machen Sie hier? Gar nichts. Ja, hab mich in der Tür geirrt. Entschuldigung. Tut mir leid, ich gehe ja schon. Gehen Sie sofort. Na toll. Wieso ist der zu Hause? Ich hab doch vorher reingeguckt. Okay, sie ist auch zu Hause. Außerdem war das auch die falsche Wohnung. Ich wollte eigentlich in die Wohnung hier rein. Hallo. Aha. Ja. Okay. Das ist alles nicht so toll gelaufen jetzt. So, da ist der Sohn. Wo ist denn meine Tochter eigentlich hin? Ah, die pennt. Ach so, und sie meiner Frau, nicht der Tochter. Okay, die Frau ist hier unten. Bonbons. Womit bist du jetzt schon wieder unzufrieden? Hä? Ich habe dich nur gebeten, etwas Schokolade für unsere Kleine zu kaufen. Ich habe nicht einmal nach einem Stück parfümierter Seife für mich gebeten. Ist in Ordnung, ich werde Bonbons kaufen. Hoffentlich, ein Kind sollte keinen Zwieback essen. Kaufe sie und bring sie mir dann, aber gib sie nicht Martha. Ich hab die doch gekauft, oder... Hier... Hä? Wie kann ich ihr jetzt die Schokolade geben? Oder ist das falsch? Hätte ich jetzt Bonbons kaufen müssen? Okay, ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ach so, kriegt man das überhaupt mit, wenn mein Telefon hier klingelt? Also das hier. Ja, Vater, über die Minen sprechen? Nö. Nach Süßigkeiten fragen. Deine Mutter hat mich gebeten, dir Süßigkeiten zu kaufen. Sie hat sowas noch nie zuvor gegessen. Ich warte darauf, dass du das auch kaufst. Mama wird mir eines geben, jedes Mal, wenn wir Tee trinken. Okay. Jetzt kann ich ihr das vielleicht geben. Was ist, Karl? Erfahren, was passiert ist. Was ist passiert? Martha ist krank, Karl, und wir haben keine Medizin zu Hause. Oh, nö, auch noch das. Kannst du etwas Aspirin für unsere Kleine suchen? Ich habe ewig Schlange gestanden, nur um zu erfahren, dass ich ein Rezept brauche. Natürlich werde ich ihn finden. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über Martha? Nein, das ist nur Fieber. Mir gefällt aber nicht, wie sie sich fühlt. Stand doch eben noch ganz normal da rum. Ja. Hä? Hätte ich wahrscheinlich doch Bonbons kaufen müssen. Gab es die da überhaupt? Ich weiß es nicht. Stopp, der will irgendwas. Ihre Konserven sind scheiße. Alle Gäste des Speisesaals, in dem meine Frau arbeitet, haben davon eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Nein. Sie tragen Beweismaterial zusammen.
könnte ihretwegen im Gefängnis landen. Oh nein. Ich war das nicht. Der Bootsmann hat sie mir gegeben. Machen Sie das mit ihm aus. Die Arschloch. Die Konserven müssen gestohlen worden sein. Ihr Seepferdchen wird seine gerechte Strafe bekommen. Oh Mann. Ich mache hier nur Scheiß. Kann das sein? Oh, Lebensmittelvergiftung. Gestern ereignete sich ein gastronomischer Unfall im Kohlenbergwerk Nummer 29. Nach dem Mittagessen erlitt eine ganze Schichtbesetzung eine Lebensmittelvergiftung. Der genaue Grund ist bisher nicht bekannt, aber alle von ihnen hatten Fischsuppe gegessen. Die Ermittler haben herausgefunden, dass Rosa Ranek, die Köchin, für die Zubereitung und Verteilung der Suppe verantwortlich war. Sie wird derzeit verhört. Der eiserne Wille der Arbeiter darf auch nicht unerwähnt bleiben. Trotz schlimmer Schmerzen und starkem Fieber gingen sie zurück an die Arbeit, denn sie wussten, wie sehr sie der Staat in diesen Kriegszeiten braucht. Oh Mann. Toll, alles ist meine Schuld. Na super. Okay. Ja, wie komme ich jetzt an Aspirin? Niemand? Oder ist er wieder auf Toilette oder wer weiß wo? Na gut, ich glaube, ich werde jetzt erstmal einen Bericht schreiben. Da ist niemand zu Hause. Könnte ich nämlich mal eben eine Kamera installieren. Oder kommt der jetzt nach Hause? Nee. Warte schon. Bestimme ich nochmal hier drin. Oh, okay. Okay, wo kriege ich Aspirin her? Weiß sie das ja. Was ist die. Wie ist die Sache mit den Konserven ausgegangen? Sie hatten damit hinterm Berg gehalten. Es war mehr als Konserven. Der Hering war auch schlecht. Der Aufseher war verantwortlich für den Hering. Sie wurde ins Gefängnis geschickt. Toll. Ja, jetzt wird die mir bestimmt freiwillig Aspirin geben. Natürlich. Wissen Sie, wo ich Aspirin kaufen kann? Ich weiß nicht, mein Lieber, das hat man mir im Krankenhaus gegeben. Haben Sie Aspirin? Können Sie mir die Tabletten geben, Rosa? Sie können im Gegenzug auch alles von mir haben. Meine Tochter ist krank. Was wollen Sie? Das Wetter ist schrecklich. Dann bringen Sie mir eine Strickjacke. Okay. Ich hoffe, dass mein Mann die Pillen nicht einnimmt, bevor sie wiederkommen. Boah, dieser Stress hier. Finde ich eine Strickjacke. Wer ist das denn? Ach so, der Händler. Vielleicht hat der ja eine. Und ich muss gucken, ob der Bonbons hat. Ja, ich hätte... Jeans darf man nicht kaufen. Bücher, das sind die Wirtschaftsbücher. Eine Strickjacke, okay. Kann ich eigentlich auch dienen? Aber diese Seife hat er nicht, oder? Nee. Okay. Er möchte irgendwas hier?